kommt der Magister Stefan Adametz, da ist er schon. Auch schon ein Bekannter, alt würde ich jetzt nicht sagen, aber Danke. was den Vortrag betrifft, ganz kurz zur Erklärung, wir hatten vor 2 Jahren das Vergnügen, nämlich wie die neue Gewährleistung in Kraft getreten ist, haben Sie uns einen sehr interessanten Impulsvortrag gegeben, der dann in weiterer Folge bei der Wirtschaftskammer in einem sehr großen Vortrag fortgeführt wurde, wo Sie die Fakten gebracht haben. Vieles wusste man damals halt noch nicht, wie es in der Judikatur ausschaut. Deswegen ist es aus unserer Sicht an der Zeit gewesen, da einen Zwischenstand, eine Zwischenbilanz zu ziehen, auf die wir uns jetzt freuen, weil es sind doch ein paar Dinge, die neu gekommen sind und ein paar Dinge, die noch ungewiss sind oder vielleicht nicht mehr so ungewiss sind. Ich bedanke mich, dass Sie da mit dabei sind und darf jetzt Sehr die gern. Moderation an Sie übergeben. Wenn ich die. Dankeschön. So, sollte jetzt bei Ihnen sein. Da ist Gut, sie schon. theoretisch sollten Sie jetzt alle die Präsentation sehen. Von mir auch nochmal ein herzliches Grüß Gott und ich freue mich, dass Sie dem Vortrag lauschen und sich für die Zwischenbilanz der unter Anführungszeichen jetzt nicht mehr ganz so neuen Gewährleistung interessieren. Vorweg ein klein wenig ein Spoiler zu meinem Vortrag. Ich habe damals vor 2 Jahren immer wieder gesagt, sehr viel wird man erst sagen können, gerade zur Auslegung von Begriffen und zum Verständnis und zur Anwendung von bestimmten Bestimmungen, wenn sich der OGH damit auseinandergesetzt hat. Ich war recht optimistisch, also 2022 war ich recht optimistisch, dass möglicherweise 2023 oder spätestens 2024 sich der OGH mit Themen des neue Gewährleistungsrecht betreffend auseinandergesetzt haben wird. Aber da war ich leider zu optimistisch. Viele Punkte sind immer noch offen, beziehungsweise mit vielen Punkten hat sich der OGH mangels Fällen noch nicht befasst oder befassen können. Aber dazu später mehr. Für Sie ganz kurz noch eine Auffrischung zum neuen Gewährleistungsrecht und zu den Bestimmungen. Das Wichtigste, das neue Gewährleistungsrecht gilt seit 01.01.2022, also für alle Verträge, Autokäufe, die seitdem abgeschlossen worden sind. Was hat sich getan? Es wurde dann, haben sich die Fristen geändert. Es wurde ein neuer Mangelbegriff ins Leben gerufen, der insbesondere bei den sogenannten gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften sehr viele Fragen aufgeworfen hat. Denn Produkte, also Fahrzeuge, müssen seit 01.01. Sämtliche objektiv erforderlichen Eigenschaften beinhalten, jegliches objektiv vernünftigerweise erwartbare Zubehör dabei haben und die Ware muss im Bereich von Menge, Haltbarkeit, Funktionalität, Kompatibilität, Sicherheit etc. Aufweisen, die man normalerweise mit einer solchen Ware erwarten kann, die üblich sind und die auch der Kunde erwarten kann. Das war vor 2 Jahren schon immer der Punkt, wo ich gesagt habe, hier bedarf es eines großen oder hat es einen großen Auslegungsbedarf durch den OGH, denn was ist eine erwartbare Qualität bei einem Fahrzeug? Was ist eine erwartbare objektive Funktionalität eines Fahrzeugs? Was ist eine erwartbare Kompatibilität? Hier ist sehr viel im Graubereich, wo sich nichts geändert hat. Hier können die Juristen derzeit immer nur noch raten bzw. Daumen mal Pi Tipps geben, wie zum Beispiel, dass höherpreisige Fahrzeuge eine höhere Qualität aufweisen müssen als niederpreisige Fahrzeuge. Oder dass höherpreisige Produkte auch eine höhere Haltbarkeit aufweisen müssen als an niederpreisige. Also so kann man sich aktuell immer noch herantasten, aber eben eine genaue Entscheidung, eine genaue Auslegung, was darunter zu verstehen ist, sprich Rechtssicherheit für Händler, gibt es in diesem Zusammenhang noch nicht. Neu bei der Gewährleistung eingeführt wurde auch die sogenannte Aktualisierungspflicht. Bei digitalen Leistungen, aber eben auch bei Waren mit digitalen Elementen und geänderte Bestimmungen beim Händlerregress. Ich habe kurz die Fristen angesprochen. Was hat sich geändert? Die Gewährleistungsfrist von 2 Jahren ist gleich geblieben.
Da hat sich Gott sei Dank nichts geändert. B2C hat sich allerdings die sogenannte Vermutungsfrist um ein halbes Jahr verlängert. Das heißt, jene Frist, in der vermutet wird, dass ein Mangel bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war, beträgt nunmehr ein Jahr oder seit 1.1.20 ein Jahr. Und innerhalb dieser Zeit muss nicht der Kunde beweisen, dass der Mangel bereits bei Übergabe vorhanden war, sondern da muss sich der Händler frei beweisen. Und erst nach Ablauf dieses Jahres gilt die Beweislastumkehr nicht mehr und da muss es der Kunde nachweisen. Das ist quasi innerhalb des Gewährleistungsregimes eine der stärksten Instrumente im Konsumentenschutz im Bereich des Kunden oder desjenigen, der Gewährleistung geltend macht. Warum? Je technischer ein Produkt ist, umso schwieriger ist der Nachweis, dass ein Mangel nicht bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war. Warum immer der Zeitpunkt der Übergabe? Sie wissen, Gewährleistung stellt immer darauf ab, dass ein Händler verschuldensunabhängig dafür einstehen muss, dass das Produkt, das er verkauft und übergibt, zum Zeitpunkt der Übergabe mangelfrei ist. Später auftretende Defekte, Fehler oder wenn Sachen einfach kaputt gehen, sind von der Gewährleistung nicht mehr umfasst. Das kann vielleicht eine Garantie abdecken, aber die Gewährleistung eben nicht. Zusätzlich zu der Gewährleistungsfrist von 2 Jahren kam neu auch eine Verjährungsfrist von 3 Monaten. Warum hat das der Gesetzgeber eingeführt? Hier sollte Kunden die Möglichkeit gegeben werden, dass nach Ablauf der 2 Jahre die Gewährleistungsansprüche nicht sofort verloschen sind, sondern der Kunde danach noch 3 Monate Zeit hat, allfällige Gewährleistungsansprüche gerichtlich geltend zu machen. Das heißt, der Mangel darf immer noch nur innerhalb von 2 Jahren auftreten. Tritt ein Mangel nach 2 Jahren und einem Tag auf, wäre das zu spät. Allerdings kann man seit 1.1.22 Mängel, die aufgetreten sind im Rahmen der 2 Jahre, eben auch noch 3 Monate nach Ablauf der eigentlichen Gewährleistungsfrist gerichtlich geltend machen. Und der Gesetzgeber hat sich gedacht, das würde die Möglichkeit außergerichtlicher Einigungen beschleunigen. Warum? Bisher war es so, dass Mängel, je näher diese 2-Jahresfrist gerückt ist oder das Ende der 2-Jahresfrist gerückt ist, umso dringender gerichtlich geltend gemacht wurden. Und hier hat man ein bisschen Spielraum eingebaut. Ganz generell darf bei neuen Waren die Gewährleistungsfrist nicht verkürzt werden, weder die tatsächliche Gewährleistungsfrist noch die 3 Monate B2C, also im Geschäft mit Konsumenten. B2B im Geschäft zwischen Unternehmen, also wenn Sie einem anderen Unternehmen ein Auto verkaufen, dann können Sie grundsätzlich Gewährleistungsfristen einschränken, ändern etc. Hier gelten auch diese neuen Gewährleistungsbestimmungen grundsätzlich nicht. Das heißt, B2B haben Sie immer noch die halbjährige Vermutungsfrist per Gesetz, außer Sie ändern sie vertraglich. Was allerdings möglich ist bei gebrauchten Kfz, also bei gebrauchten Autos oder generell bei gebrauchten Waren, können Sie auch B2C die Gewährleistungsfrist von 2 Jahren auf 1 Jahr verkürzen. Allerdings muss das mit dem Kunden ausdrücklich vereinbart werden. Also das heißt, wenn Sie eine Gewährleistungsverkürzung im Rahmen Ihrer AGB vornehmen, wäre das vor Gericht nicht zulässig und würde nicht halten, sondern das muss tatsächlich im Kaufvertrag selbst stehen. Und es geht auch nur, wenn der Gebrauchtwagen bereits eine gewisse Zeit zugelassen war. Noch bevor wir zum eigentlichen Kern des Vortrags kommen, noch kurz zur Aktualisierungspflicht. Warum interessiert Sie das? Die Aktualisierungspflicht sowohl B2B als auch B2C nicht nur digitale Leistungen oder digitale Dienstleistungen erfasst, sondern auch Waren mit digitalen Elementen. Und hier hat der Gesetzgeber gesagt, was ist eine Ware mit digitalen Elementen? Das sind grundsätzlich alle körperlichen Waren, die
digitale Inhalte haben oder eine Art digitale Dienstleistung enthalten und nur und ihre Funktion nur im Zusammenhang mit den digitalen Inhalten ausführen können. Was sind digitale Inhalte? In Wahrheit alles, was irgendwie Software betrieben, elektronisch ist etc. Also das heißt, jeder Bordcomputer macht ein Auto mittlerweile, wenn es Software beinhaltet, zu einer Ware mit digitalen Elementen. Jedes Navigationsgerät ist eine Ware mit digitalen Elementen. Infotainment-Systeme, Audiosysteme, sofern sie zum Teil mit dem Internet verbunden sind, sonstige Software bei digitalen Tachos etc. machen ein Fahrzeug letztlich zu einer Ware mit digitalen Elementen und verpflichten Händler zu Software-Updates. Hier hat der Gesetzgeber unverständlicherweise nicht beim Hersteller angesetzt, sondern beim Händler als Ansprechpartner für den Kunden, der dann auch dem Kunden dieses Software-Update schuldet. Und hier bedarf es oder hat es bestimmter Lösungen bedurft, wie Händler mit dieser Verpflichtung zur Aktualisierung umgehen können und müssen, beziehungsweise hier hätte es auch einer Auslegung durch den OGH bedurft, zu klären, wie lange eine Aktualisierungspflicht überhaupt dauert. Sie sind im Grunde die Frist, wie lange Aktualisierungen zur Verfügung zu stellen sind, war auch eher schwammig ausgedrückt, nämlich hat der Gesetzgeber gemeint, so lange, wie man aufgrund der Art und des Zwecks der Ware und unter Berücksichtigung von Umständen mit einer Aktualisierung vernünftigerweise rechnen kann. Also auch hier Open-End quasi, weil wie lange kann man mit etwas vernünftigerweise rechnen, ist extrem unklar. Auch hier gibt es leider keine Regelung, keine Konkretisierung durch den OGH, sondern auch hier kann man immer nur noch, wie gesagt, wieder Daumen mal Pi raten, wie lange das sein kann. Und als Faustregel gilt auch hier, je teurer oder komplizierter eine Ware mit digitalen Elementen ist, umso länger dauert die Aktualisierungspflicht. Wichtig ist, der Kunde hat nur Anspruch auf Updates, aber nicht auf Upgrades. Also Aktualisierung ist immer nur, oder die Aktualisierungspflicht betrifft immer nur die Teile dahingehend, dass sie zur Aufrechterhaltung des mangelfreien Zustands eingesetzt werden muss oder dienen soll, beziehungsweise dazu dienen soll, dass der Kunde das Gerät genauso benutzen kann aufgrund der Aktualisierung wie zum Zeitpunkt seines Kaufs. Die Aktualisierungspflicht kann vertraglich ausgeschlossen werden, beziehungsweise sie kann auch eingeschränkt werden. Also sprich, sie können vertraglich auch kürzere Fristen, bestimmte Fristen oder bestimmte Arten von Aktualisierung vereinbaren. Sie können aber auch, sofern das mit dem Hersteller vereinbart ist, die Aktualisierungspflicht an den jeweiligen Hersteller abwälzen. Woher kennen wir das? Das ist das, was in Wahrheit bei den Handys passiert, weil auch hier geht keiner zum Mediamarkt mit seinem Handy und sagt, ich hätte gerne ein aktuelles Software-Update, sondern hier werden die Updates automatisch vom jeweiligen Hersteller bereits eingespielt. Nichtsdestotrotz, solange Sie diese Befreiung quasi durch die Abtretung an den Händler nicht haben, sind Sie als Händler verpflichtet, Ihre Kunden laufend über aktuelle Software-Updates oder über die Möglichkeit eines Software-Updates zu informieren. So viel zur Ausgangsbasis. Was ist seit 2022 oder kurz davor passiert? Aus meiner Praxis, wir hatten sehr viele Anpassungen von Verträgen von Gebrauchtwarenhändlern oder überhaupt von Autohändlern mit ihren Kunden. Einerseits haben wir einen Ausschluss der Aktualisierungspflicht eingebaut, also sprich B2C, die Konsumenten mussten ausdrücklich vom Bestehen der Aktualisierungspflicht informiert werden und gleichzeitig ausdrücklich auch auf die Aktualisierung verzichten. Das funktioniert funktioniert aktuell bisher
ganz gut. Das ist im Grunde eine Passage im Vertrag, die der Kunde extra unterschreiben muss. Etwas schwieriger oder etwas, gerade wenn man was verkaufen möchte, diffiziler war und sind die Anpassung von Ausstattungslisten und Übergabeprotokollen. Denn auch hier hat der Gesetzgeber bei den objektiv erwartbaren Eigenschaften oder dem objektiv erwartbaren Zubehör oder eben der objektiv vernünftigerweise erwartbaren Haltbarkeit, Benutzbarkeit etc. die Möglichkeit eingeräumt, dass man bei den, mit den Kunden eine ausdrückliche Abweichung bzw. einen ausdrücklichen Ausschluss von bestimmten objektiv erwartbaren Eigenschaften vereinbaren kann. Und auch hier wurden in den letzten Jahren Übergabeprotokolle und Verträge angepasst, um hier bestimmte Standardabweichungen offenzulegen bzw. dem Kunden mitzuteilen. Achtung, erwartbares Zubehör ist beispielsweise jetzt hier nicht dabei bestimmte erwartbare Eigenschaften sind unter Umständen auch nicht dabei, um das hier zu konkretisieren. Natürlich, wie soll ich sagen, ist das eine sehr objektive Herangehensweise, weil dann möglicherweise bei einer Liste von ausgeschlossenen Eigenschaften der Kunde auf das Auto keine Lust mehr hat. Was wir noch nicht gespürt haben, war bisher eine Nachfrage nach kostenlosen Aktualisierungen. Also sprich Updates von Navis oder Software-Updates etc. Hier haben die Kunden noch keine gerichtlichen Versuche unternommen, ihre Aktualisierungsansprüche durchzusetzen. In den letzten Jahren haben wir auch relativ viele AGB angepasst. Warum? Gerade B2B lassen sich viele möglich oder gibt sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten, wie man mit der Aktualisierungspflicht umgehen kann. Das geht B2B in den AGB, der Ausschluss, aber auch auf B2C gab es sehr viel Anpassungsbedarf aufgrund von alten Gewährleistungsklauseln, die noch enthalten waren, alten sonstigen Bestimmungen, die nicht mehr zeitgemäß waren, die angepasst werden mussten. Was wir sehr stark spüren, ist die Zunahme, also wir spüren es jetzt dadurch, weil unsere Klienten fragen, wie sie damit umgehen sollen, die Zunahme der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen im zweiten Halbjahr nach Kauf. Also sprich, früher oder vor den neuen Gewährleistungsbestimmungen war der Schwerpunkt an Gewährleistungsansprüchen, die Kunden geltend gemacht haben, immer im ersten Halbjahr nach Kauf. Warum? Hier galt die Beweislastumkehr. Hier war es relativ einfach, einen Mangel zu behaupten und den nicht beweisen zu müssen und dann Gewährleistung zu erhalten. Das eben hat sich jetzt ausgeweitet auch auf das zweite Halbjahr, weil die Beweislastumkehr eben verlängert wurde, aber auch zum Teil mit Defekten, die gar keine gesetzlichen Mängel sind oder sein können. Also sprich, erfahrungsgemäß versuchen die Kunden mittlerweile jeden Defekt, der irgendwie aufgetreten ist, im zweiten Halbjahr als Mangel zu behaupten und Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Sehr stark haben wir das beispielsweise bei AdBlue-Systemen, wo das Auto ein Dreivierteljahr grundsätzlich gut fährt und dann auf einmal eine AdBlue-Störung angezeigt wird, was de facto gar kein Mangel sein kann. Warum? Denn wäre die AdBlue-Störung bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden gewesen, wäre das Auto 1000 Kilometer, 1500 Kilometer gefahren, hätte danach geregelt und nichts wäre mehr gegangen. Aber wie gesagt, hier gibt es eine spürbare Zunahme. Was wir auch mitgekriegt haben, ist, dass die Hersteller die Verträge mit ihren Kunden dahingehend ändern, dass die Herstellerverträge an die neuen Regressbestimmungen angepasst werden, weil der Händlerregress, Sie wissen, wenn Sie als Händler Gewährleistung leisten, können Sie sich an Ihrem Vormann, sofern der auch Unternehmer ist, regressieren. Das konnte man früher relativ leicht ausschließen in den AGB. Das geht jetzt nicht mehr. Das muss in Verträgen ausverhandelt werden und der Ausschluss des Regresses darf den Händler nicht mehr gröblich benachteiligen.
Juristisch hat sich ein bisschen was getan, nicht so viel wie gewünscht. Es gab in den letzten 1,5, 2 Jahren zahlreiche Urteile im Zusammenhang mit unzulässigen Abschalteinrichtungen bei Dieselfahrzeugen. Also all das, was man salopp unter dem Stichwort Abgasskandal definieren kann. Hier gibt es noch in Nuancen Abweichungen zur bisherigen Rechtsprechung, beziehungsweise gibt es dann wieder Klarstellungen, wo der Ort des Schadens ist, etc., beziehungsweise wieder Irrtum, ob Irrtum oder Gewährleistung, ob Schadenersatz oder sonstige Ansprüche. Also hier hat sich der OGH, salopp gesagt, sehr ausgetobt. Interessant war eine Entscheidung zum Gewährleistungsverzicht, auch schon nach neuer Gewährleistungsjudikatur, und zwar, dass ein abgegebener Gewährleistungsverzicht, das ist immer dann, wenn Sie beispielsweise mit einem Auktionshaus zu tun haben, die sind die einzigen, die Gewährleistung im Grunde ausschließen dürfen, dann umfasst das geheime oder gewöhnliche vorausgesetzte Eigenschaften allerdings nicht das Fehlen von ausdrücklich oder schlüssig zugesicherten Eigenschaften. Also das heißt, wenn in dem Auktionsprospekt oder in der Beschreibung bestimmte Fahreigenschaften sind oder bestimmte Kilometerstände etc., dann ist das ausdrücklich zugesichert, dann greift dieser generelle Gewährleistungsverzicht nicht. Ein sehr interessantes Urteil bzw. zwei sehr interessante Urteile befassen sich aktuell mit der Reichweite bei Elektroautos. Hier gibt es allerdings noch keine Entscheidung des obersten Gerichtshofs, sondern lediglich zwei Entscheidungen von unterschiedlichen Oberlandesgerichten, beide im Ergebnis gleich, nämlich dahingehend, dass es einen Mangel darstellt, wenn das Elektroauto von einer bestimmten durchschnittlichen Reichweite, Klammer auf, zugesagten, Klammer zu, Reichweite in der Praxis abweicht. Was ist passiert? Bei dem einen hat ein Kunde ein Elektroauto gekauft. Das wurde in der Werbung im Prospekt mit einer Reichweite von 500 Kilometer, ich nehme jetzt eine, mir fällt die aktuelle Zahl nicht ein, aber jetzt irgendeine Zahl von 500 Kilometern angepriesen. Dadurch, dass der Kunde das Auto allerdings in sehr hügeligem Gelände verwendet hat und dadurch mehr Batterieleistung gebraucht hat, hat er diese 500 Kilometer nie erreicht, sondern nur 200 oder 300 etc. Und hier hat ihm das OLG Recht gegeben, weil es angenommen hat, dass die angegebene Reichweite im Verkaufsprospekt, im Verkaufsgespräch beziehungsweise in den Anzeigen eine ausdrücklich vertraglich zugesicherte Eigenschaft ist, und wenn das Auto das nicht erreicht, stellt das einen Mangel dar. Ähnlich auch beim zweiten Fall, wo auch die Reichweite nicht der entsprochen hat, die dem Kunden versprochen wurde. Also hier gilt es künftig aufzupassen und den Kunden aufzuklären, dass es zu Abweichungen bei der Reichweite kommen kann, wenn das Gelände besonders hügelig ist oder besonders steil oder auch im Winter die Leistung einer Batterie aufgrund ihrer Zusammensetzung möglicherweise nachlassen kann. Tut man das nicht, kann das im Zusammenhang mit den neuen Gewährleistungsbestimmungen einen Mangel darstellen, der, weil de facto irreparabel, auch zum Austausch des Fahrzeugs oder letztlich zu einer Rückabwicklung des Vertrags führen kann. Allerdings, wie gesagt, möglicherweise wird der OGH hier in der Beurteilung abweichen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wie gesagt, das ist noch nicht definitiv geklärt. Interessant war auch, dass der OGH ausgesprochen hat, dass es keine Gewährleistung für eine verlängerte Ladezeit aufgrund eines Software-Updates gibt, weil der OGH damals oder gesagt hat, heuer, das Auto wurde 2016 gekauft, das neue Verbrauchergewährleistungsgesetz ist noch nicht anwendbar und ein Software-Update stellt im Zusammenhang mit dem oder ein Fehler aufgrund eines verspätet oder später erfolgten Software-Updates stellen keinen Mangel dar, weil der zur Zeitpunkt der Übergabe war das Auto mangelfrei.
Diese Beurteilung kann sich künftig ändern. Warum? Weil Aktualisierungen eben nunmehr zur Gewährleistung dazu gehören. Und wenn ein vorgegebenes, durch einen Händler oder Hersteller vorgenommenes Software-Update einen Mangel verursacht, kann das künftig auch einen Mangel im Rahmen der Gewährleistung darstellen. Also hier wird es, nehme ich an, Änderungen oder Abweichungen von der Judikatur geben. Was für Sie als Händler auch sehr interessant ist, dass der OGH geurteilt hat, dass man als Händler konkludent das Vorliegen eines Mangels und die Gewährleistungsverpflichtung anerkennt, wenn man den Kunden einen Reparaturverbesserungsvorschlag macht. Also sprich, wenn man dem Kunden sagt, ich schaue es mal an und ich repariere es, jetzt salopp gesagt, aus Kulanzgründen ist das rechtlich ein Anerkennen eines mangelhaften Fahrzeugs, selbst wenn es sich bei dem Fehler letztlich möglicherweise gar nicht um einen Mangel handeln würde. Und der OGH hat auch gesagt, dass ein mit einem Sicherheitsrisiko verbundener Mangel einen schweren Mangel darstellt und dass den sofortigen Umstieg auf die zweite Stufe der Gewährleistungsbehelfe rechtfertigt. Sie wissen, erste Stufe der Gewährleistungsbehelfe sind Reparatur oder Austausch. Zweite Stufe, auf die man nur in bestimmten Fällen kommt, wäre Preisminderung oder eben Rückabwicklung des Vertrags. Im gegenständlichen Fall hat ein Autohändler einem Kunden ein unter Anführungszeichen nicht verkehrstüchtiges oder nicht sicheres Auto verkauft. Das hat einen schweren Reifenschaden und der Händler hat den Kunden mit dem schweren Reifenschaden wegfahren lassen. Und da hat der OGH gesagt, das hätte der Händler nicht machen dürfen. Dadurch ist das Vertrauen in den Händler derart erschüttert, dass der Kunde auf die zweite Ebene kommen kann und hat das dann so weit verallgemeinert, dass eben solche Sicherheitsrisiken einen Umstieg ermöglichen. Womit hat sich der OGH bisher nicht beschäftigt? Ganz generell mit dem Nichtbestehen der Aktualisierungspflicht, nicht mit der Auslegung des Begriffs Waren mit digitalen Elementen. Wie weit muss das digitale Element hineinspielen? Wie weit muss das digitale Element für die Funktionsfähigkeit des Gesamten notwendig sein? Beispiel, in jedem Auto sind mittlerweile Navigationsgeräte. Und da gibt es zwei Argumentationslinien. Die einen, die sagen, eine Ware mit digitalen Elementen ist nur das Navigationsgerät als solches. Das heißt, es wäre nur das Navigationsgerät erfasst von einer Aktualisierungspflicht. Die andere Argumentationslinie ist, dass man sagt, das Navigationsgerät ist Teil des Fahrzeugs. Deswegen wird das gesamte Fahrzeug als Ware mit digitalen Elementen verstanden und ist deswegen das gesamte Fahrzeug von jeglicher Art Aktualisierungspflicht erfasst. Also hier gibt es keine konkrete Auslegung. Auch zur Dauer gibt es noch keinerlei Judikatur. Warum? Weil man grundsätzlich gesagt hat, 2 Jahre Aktualisierungspflicht nimmt man eigentlich an und erst danach entscheidet sich je nach Produkt. Das heißt, wenn man von 2022 gerechnet hat, war 22, also bis Ende 23 konnte man von der Aktualisierungspflicht grundsätzlich ausgehen und beginnt die Phase quasi jetzt, wo man über eine mögliche Verlängerung der Aktualisierungspflicht oder über eine mögliche Länge der Aktualisierungspflicht diskutieren wird können. Tatsächlich gibt es auch keinerlei Judikatur über die Gültigkeit von Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Händlerregress. Warum? Der Gesetzgeber hat sich, und das kam aus den Materialien hervor, vorgestellt, dass die Händler mit den Herstellern diskutieren werden, vereinbaren werden und dann wird im beiderseitigen Einvernehmen nach einer Diskussion ein Regress ausgeschlossen oder eben nicht. Und der Händler bekommt dann, wenn der Händlerregress ausgeschlossen wird, irgendeinen anderen Vorteil, der seine gröbliche Benachteiligung ausgleichen soll. Dass das in der Praxis nicht so funktioniert, ist leider evident.
Allerdings gab es bisher auch noch keinen Händler, der sich aktuell gegen solche Händlerregressbestimmungen oder gegen den Ausschluss des Händlerregresses, soweit bekannt, gerichtlich gewehrt hat. Es gab auch noch keinerlei Auslegung im Zusammenhang mit den gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften, sprich, was Qualität ist, die man sich vernünftigerweise erwarten kann, was eine Haltbarkeit ist, die man sich vernünftigerweise erwarten kann. Also sprich, darf ein Mercedes nach 400.000 Kilometern kaputt, also mit einem Totalschaden völlig kaputt, seinen Geist aufgeben, oder muss der mindestens, weil deutsches Wertprodukt, mindestens 1 Million Kilometer halten? Wie ist das bei einem Dacia? Darf der nach 400.000 Kilometern zusammenbrechen oder muss der auch so lange halten? Also sprich, hier gibt es keinerlei Anhaltspunkte, keinerlei Auslegungspunkte, auch nicht mit Sicherheit oder Funktionalität etc. Und auch hier nehme ich an, wird es noch das ein oder andere Jahr dauern, bis man hier als Händler eine bestimmte Art der Rechtssicherheit hat. Für Sie möglicherweise grundsätzlich interessant, die EU hat zusätzlich jetzt noch ein kleiner Ausblick, das Recht auf Reparatur in einer Richtlinie verpackt. Die zunächst die gute Nachricht, Fahrzeuge sind von diesem Recht grundsätzlich ausgenommen, aber möglicherweise, wenn Sie mit Ersatzteilen, Einzelteilen oder Zubehör handeln, dieses nicht. Hier hat der Gesetzgeber oder hier stellt sich der europäische Gesetzgeber vor, dass die Kunden auf Reparatur bestehen dürfen, dass Hersteller die Möglichkeit der Reparatur nicht einschränken dürfen, nämlich insbesondere nicht auf ihre Vertragshändler einschränken dürfen, sondern das muss quasi, der Kunde muss die Möglichkeit haben, überall eine gewisse Art der Reparatur zu bekommen. Gut, vielen Dank. Wie gesagt, auch ich muss mich entschuldigen, dass ich Ihnen sehr viel Information in kurzer Zeit gegeben habe und dass das Ganze sehr kompakt und anstrengend war, stehe Ihnen aber für Fragen gerne zur Verfügung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Magister Adamet, für die Ausführungen. Ich kriege schon mit, das ist das nicht das letzte Mal, dass wir uns da gesehen haben, nehme ich an. Nein, es wird da einige Erkenntnisse. Absichtlich, dass ich immer so ein Open End mache. Nein, das habe ich Ihnen nicht unterstellt, aber es ist natürlich zum Teil auch schade, dass es viele Dinge noch nicht geklärt sind und die Händler da im Ungewissen sind. Aber wir haben ja im Vorfeld besprochen, Sie sind so nett, wenn es da wirklich entscheidende Dinge gibt, dass Sie uns das mitteilen, dass wir das in unseren Medien berichten dürfen. Ja, sehr gern, sehr gern. Nein, es ist auch für mich ein bisschen enttäuschend. Also ich habe gehofft, dass das gerade es bei der Auslegung von diesen wirklich schwammigen Begriffen entweder Urteile geben wird oder zweitbeste Möglichkeit nach Urteilen, direkte Auslegungen von der Europäischen Union, weil es gibt immer wieder, dass hier Kommissionsmitteilungen gibt, wie bestimmte Begriffe etc. zu verstehen sind. Und das VGG ist ja keine Erfindung der Österreicher oder der österreichischen Regierung, sondern das wurde zum Teil 1:1 aus europäischen Richtlinien übernommen, sodass auch hier der europäische Gesetzgeber gefragt gewesen wäre, hier für Klarheit zu sorgen. Hat er nicht gemacht. Wie gesagt, es gibt deswegen da keine Rechtssicherheit und man kann sich nur weiter so entlang handeln und versuchen, die schwammigen Begriffe irgendwie auszulegen oder eben durch umfassendere Ausschlüsse hier Rechtssicherheit zu bekommen. Ich glaube, das ist ein Punkt und in die Richtung werden wir vielleicht auch noch in die Tiefe gehen in der Berichterstattung, wenn wir sagen, was kann man denn ausschließen? Also wir haben im Vorfeld besprochen, dem Kunden zu erklären, auch schriftlich zu erklären, dass ein Elektroauto oder auch ein normales Fahrzeug nicht WLTP-Reichweite erreichen muss. Das mit den Updates, weil ich kann mir vorstellen, das wird auch noch in Zukunft ein größeres Thema werden. Tesla macht es vor, die Autos werden laufend aktualisiert, es werden Reichweiten-Ladegeschwindigkeiten aktualisiert. Also das wird sicher zum Thema werden, dass man da vielleicht auch als Händler, wenn man nicht von dieser Marke ist, das in irgendeiner Weise dann dokumentieren kann in den Kaufverträgen. Da werden wir sicher im Austausch bleiben. Ja, wichtig ist auch bei Gebrauchtwagenhändlern, warum die Aktualisierungspflicht richtet sich nicht nur an den Händler, der Neuwagen verkauft, sondern auch an denjenigen, der Gebrauchtwagen verkauft. Das heißt, jetzt beispielsweise, wenn wir beim Thema Tesla bleiben, wenn Sie Tesla verkaufen als
braucht Auto, weil unabhängig von diesen ganzen Problemen mit Batterie und wie lange hält der gebrauchte Batterie etc., aber auch, dass sie schauen, dass sie mit Tesla eine Vereinbarung abschließen über Aktualisierungen, über Software-Updates, dass auch der Kunde weiß, Achtung, Software-Updates werden in der Tesla-Werkstatt gemacht und nicht beim Gebrauchtwagen. Also das ist, weil wie gesagt, wenn Sie das nicht machen, kann sein, dass der Kunde dann bei Ihnen steht und sagt, er hätte jetzt gern seine Gratis-Aktualisierung, er hat gehört von einem Freund, der hat auch einen Tesla, der hat jetzt gerade um einen Preis von XY-Updates bekommen, er hätte sie gern kostenlos. Also da muss man sich wirklich rechtlich absichern, um nachher nicht in irgendeine Art rechtliche Falle zu tappen, auf die man nicht vorbereitet war. Okay. Und das, was man als Fazit noch mitnehmen darf, so habe ich verstanden, also das, was wir befürchtet haben, dass auch im zweiten Halbjahr dann Dinge einfach eingeklagt werden oder gefordert werden, auch wenn es ein klassisches Steuergerät ist, wo man eigentlich diskutieren kann, nachdem das 10 Monate funktioniert hat, diese Dinge werden in Anspruch genommen und auf das muss sich der Händler mit Garantien oder so möglicherweise dann auch darauf einstellen, dass diese Dinge kommen und länger ihn treffen, als das bislang der Fall war. Genau. Genau. Also das, wie gesagt, wir haben es befürchtet und auch in den Vorträgen, die ich bisher gehalten habe, habe ich es angekündigt. Dadurch, dass der Kunde quasi jetzt nur noch sagen muss, es gibt einen Mangel, Defekt, Fehler, was auch immer, kann er auch im zweiten Halbjahr Gewährleistung fordern und der Händler muss sich frei beweisen. Das geht manchmal technisch einfach. AdBlue ist ein klassisches, recht einfaches System, wo man sich frei beweisen kann. Manchmal geht es ein bisschen schwieriger oder zum Teil sehr, nur sehr, sehr schwierig, dass man hier auch lieber Ansprüche schluckt, als mit dem Kunden zu streiten, beziehungsweise den Nachweis bringt, den unter Anführungszeichen teuren Nachweis erbringt, dass das kein Mangel ist, sondern einfach nur das Ding kaputt gegangen ist im Laufe der Zeit oder aufgrund von Belastung etc. Okay. Vielen lieben Dank, Herr Magister Adametz. Wir haben überzogen, aber wir haben, wie ich sehe, doch wenige Leute verloren. Also es sind noch viele drinnen geblieben und haben sich Ihre Ausführungen angehört. Ja, die Fragen haben wir jetzt in Kürze noch besprochen oder die Themen. Sie können uns natürlich auch im Nachgang noch kontaktieren und wir werden das weiterleiten oder dann auch die Möglichkeit für die direkte Kommunikation tun.